So, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal zum Kanal Infovideo, würde ich es jetzt mal nennen. Und ich habe auch in der letzten Zeit immer mal wieder Fragen bekommen zu meiner Person, wer ich bin, wie alt ich bin und so weiter, und dachte mir, komm, wir machen jetzt mal so ein kleines Infovideo über den Kanal, wo wir aktuell stehen, wer ich bin, was ich vorhab, und schau mal, wie es bei euch ankommt. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, schreibt sie natürlich gerne dann in die Kommentare. Lasst auch gerne ein Däumchen da, wenn es euch gefällt. Oder auch ein Dislike, wenn es euch nicht gefällt. Dann würde ich euch aber gerne bitten, erläutert mir doch bitte in den Kommentaren, was euch nicht gefallen hat. Also als erstes mal, wer bin ich? Also, ich bin Benny, bin 31 Jahre alt, Stand 2022 wohlgemerkt. Und ihr werdet sehen, ihr seht von mir kein Live-Bild. Ihr seht von mir meinen aktuellen Avatar, den vielleicht einige auch schon aus Station Years kennen. Und ihr seht auch, dass ich gerade überall in jede Himmelsrichtung gucke, nur nicht da, wo ich hin soll. Und das ist mein kleiner Wolf, weil ich aus beruflichen Gründen, weil ich doch eher, sagen wir mal, mit vielen Leuten zu tun habe, nicht gleich an die Glocke hängen möchte, wer ich bin, da es zu Komplikationen im Beruf kommen kann. Es ist nicht ausgeschlossen, dass zu einem späteren Zeitpunkt, dass ich sage, jo, jetzt ist es soweit und ihr werdet sehen, wer ich bin. Aber soweit schon mal, ihr kennt meinen Vornamen, ihr wisst, wie alt ich bin. Und die Sache ist, was mache ich? Jo, ich betreibe diesen YouTube-Kanal BS Gaming seit Anfang 2019. Und das Ganze als Hobby nebenbei, weil ich eigentlich immer ganz gerne mal ein paar Games gezockt habe und dachte mir irgendwann mal, warum soll ich die Leute mal nicht daran teilhaben? Vielleicht kann ich ihnen weiterhelfen oder ihr da draußen könnt mir weiterhelfen, wenn ich in dem Spiel nicht weiterkomme. Ist auch schon das ein oder andere mal vorgekommen, dafür bin ich abartig dankbar. Allein schon, was für Leute hier auf meinem Kanal sind von Anfang an, die mich unterstützt haben. Ich hätte das damals auch nicht gedacht, dass ich von Anfang an, dass es so rasant und so schnell geht, dass ich innerhalb von einem Jahr auf 1000 oder über 1000 Abonnenten komme. Also da echt vielen, vielen Dank an euch. Das ist nicht selbstverständlich. Und wie gesagt, ich mache das Ganze als Hobby neben meiner Arbeit. Das heißt, ich arbeite ganz normal 40 plus Stunden pro Woche. Und mache nebenbei noch Videos. Das ist so ein Ding für mich. Das holt mich so aus dem Alltag raus. Da bin ich dann ein bisschen entspannter. Und kann so quasi den normalen Alltag einfach abschütteln. Hab Spaß mal, ist so mein Ausgleich. Jeder hat so ein bisschen anderen Ausgleich vom Alltag. Der eine möchte eine Zeit lang seine Ruhe. Ich setze mich halt lieber hin. Nehme ein paar Videos auf. Beruhigt mich. Bin ich entspannter. Ist vielleicht für den einen oder anderen von euch auch entspannt, um ihn aus dem Alltag rauszuholen. Wer weiß. So auf jeden Fall der Hintergrund von mir. Was ich auch sagen muss, ich bin kein Kanal, der sich jetzt auf irgendein Spiel spezialisiert hat. Ich spiele eigentlich alles, was mir Spaß macht. Ob es Simulatoren sind, ob es Aufbaustrategie sind, es kann auch mal ein Rennspiel zwischen reinkommen. Habt ihr sicherlich schon mitgekriegt, wenn mich mal was interessiert. Schauen wir uns das gerne gemeinsam an. Wenn es richtig Spaß macht, wird es auch einige Folgen davon geben. Das ist bei mir das Wichtigste. Es muss Spaß machen. Ich habe schon gesagt, nur wegen Aufrufzahlen, Klickzahlen oder sonst was werde ich definitiv kein Spiel weiterspielen, obwohl es mir eigentlich keinen Spaß macht. Ich schaue mir die Spiele immer gerne selber an, bilde mir meine Meinung drüber. Ich werde auch immer meine Meinung dazu sagen. Ganz ehrlich, solche Sachen wie mach mal hier Werbung dafür und sag nur die positiven Sachen, wird es bei mir nicht geben. Wenn mir irgendwas nicht passt oder mir was sauer aufstößt, werde ich es euch mitteilen. Und ich glaube, ihr habt es schon von Anfang an jetzt mitgekriegt, dass ich immer versuche, so transparent wie möglich zu sein auf meinem Kanal.
auch was jetzt seit Anfang 2022 den Kanal betrifft. Das habe ich, wenn ich mir nicht ganz falsch liege, habe ich sogar schon mal angesprochen, dass ich mich quasi mit dem YouTube-Kanal im Nebenerwerb selbstständig gemacht habe. Jetzt werden wieder einige schreien, yo, der ist nur hinterm Geld her. Ich kann euch versichern, es ist nicht so. Und es ist auch nicht die Welt, was man mit YouTube-Werbeeinnahmen verdient. Kann ich euch auch schon mal sagen. Wenn man ein größerer YouTuber ist, mit von mir aus, sagen wir mal, 50, 100.000 Abonnenten, ist das vielleicht was anderes. Wenn du klein anfängst, bist du über jeden Euro froh, was du damit verdienen kannst. Allein aus dem Grund, weil ich das Ganze reinvestiere. Weil alles, was ich mit dem YouTube-Kanal verdiene, auch mit den Partnerschaften, aber da komme ich gleich noch dazu zu meinen Partnern, wird in den Kanal gesteckt. Ich sag mal, in neue Spiele, in neue Ausrüstung. Der Rechner muss ab und zu mal geupdatet werden. Man braucht Programme, man hat die Webseite, die E-Mail-Adresse. Es ist eigentlich, alles kostet Geld. Das habe ich bis jetzt immer quasi aus der eigenen Tasche gezahlt. Klar ist mein Hobby, mache ich gerne. Aber man ist auch froh, wenn sich das mit der Zeit selber trägt. Und das ist eigentlich der Ziel hinter dem Kanal, dass das Geld, was reinkommt, auch wieder investiert wird. Ich sag mal ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht der Mensch, der irgendwas verheimlicht oder sonst was. Ich sag mal, falls es mal so weit kommen sollte, dass ich eventuell mal einen Teil meiner Arbeit aufgeben kann, um mehr Zeit in YouTube zu stecken, würde mich persönlich sehr freuen. Aber ganz ehrlich, das kann ich euch jetzt schon sagen, das wird die nächsten Jahre nicht passieren. Und es ist mir auch egal, wann es passiert oder ob es passiert. Die Möglichkeit besteht. Man muss gucken, was die Zeit bringt. Deswegen werde ich mich aber auch nicht auf die Hinterbeine stellen und verstellen. Ich mache genauso weiter, wie ich bin. Und zeige euch auf dem Kanal, was ich möchte, beziehungsweise was mir Spaß macht. Und ich freue mich natürlich umso mehr, wenn es dem einen oder anderen von euch da draußen auch Spaß macht und ihr mich verfolgt, empfehlt. Und natürlich ein Like da lasst oder einen Kommentar. Sage ich ganz ehrlich. Aber ich habe es gerade schon gesagt. Ich habe ja auch seit diesem Jahr ein paar Unterstützer bzw. ein paar Partner. Und da möchte ich jetzt mit euch mal kurz hier auf die Seite gehen. Wir fangen mal ganz vorne an. Mein allererster Partner, den ich hier auf YouTube bekommen habe, war G-Portal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es geht ein riesen Dank an G-Portal raus. Weil ich muss wirklich sagen, dass ein kleiner YouTuber, beziehungsweise ich will mich eigentlich YouTuber nennen, weil das bin ich nicht. Ich bin von mir aus ein Content Creator, aber kein YouTuber. Und ich habe als kleiner Wicht, ich sag mal, ich glaube mit 800 Abonnenten, wo ich hatte, ja, habe ich mal einfach G-Portal angeschrieben und gefragt, ob sie Interesse an einer Partnerschaft hätten. Ich muss sagen, ich bin von Anfang an auf einen super freundlichen Mitarbeiter gestoßen, beziehungsweise auch meinen Partner, Manager nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ist super netter Kontakt von Anfang an. Er hat schon gesagt, ja, es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, aber sie haben gewisse Richtlinien, wo man sich ranhalten muss. Ist ja kein Problem. Ich habe ja angefragt. Die Richtlinie war natürlich 1000 Abonnentengrenze. Er hat natürlich gesagt, ja, hier so und so. Es sieht eigentlich ganz gut aus, hat sich auch mit meinem Kanal befasst, was ich super genial fand. Gesagt, ja, es würde soweit passen, wenn natürlich die Grenzen eingehalten werden. Also das heißt die Voraussetzung, eben die 1000 Abonnenten. Und hat gesagt, ich kann mich gerne wieder bei ihm über E-Mail melden, wenn es soweit ist, dann reden wir weiter. Und man muss wirklich sagen, kurz darauf war es soweit. Da hatten wir die 1000 Abonnenten. Ich habe ihn einfach nochmal angeschrieben und mir gedacht, ja, er hat es mir angeboten, warum soll ich es nicht tun? Und ganz ehrlich, innerhalb von kurzer Zeit haben wir uns ein bisschen unterhalten, haben sich hin und her geschrieben, wie, wo, was, was für Bedingungen, wie und was. Das erläutere ich natürlich nicht, weil Sachen, was als Vertrag gilt, muss man nicht an die Öffentlichkeit tragen. Ich denke, das versteht jeder andere auch. Und sind uns einig geworden und ich war echt mega happy über dieses Angebot. Weil ihr wisst es ja auch, ich habe den Partnerlink drin bei mir in der Videobeschreibung. Vor allem
wegen den Game-Servern, das ist ja Gportal, ist mein Serverpartner, Game-Server und Teamspeak-Serverpartner. Da findet ihr, ohne Witz, für so gut wie jedes Multiplayer-Spiel findet ihr hier Server. Ich möchte auch in dem Zuge auch mal darauf eingehen, was Gportal so alles bietet. Ich sag mal hier, ich bin hier auf der Seite, da kommt er natürlich mit meinem Link auch hin. Was ich auch vorneweg sagen muss, ihr müsst nicht über meinen Link kaufen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich dadurch unterstützt. Es kostet euch deswegen nicht mehr. Im Gegenteil, ihr kriegt 10% Rabatt über meinen Link und könnt mich damit kostenlos unterstützen, weil ich dann auch noch einen kleinen Teil pro verkauften Server bekomme. Aber ob ihr es macht oder nicht, wie gesagt, ist eure Sache. Ich sage ganz ehrlich, ich biete es an. Wer es machen will, bin ich dankbar. Wer es nicht macht, bin ich auch nicht böse drum. Aber hier seht ihr schon unsere Top-Games. Far Rising, Conan Exiles, Seven Days to Die, Ark Survival, Valheim. Dann geht es natürlich weiter. Der Landwirtschaftssimulator mit dabei, Minecraft mit dabei. Da könnt ihr euch die Server, wie ihr sie braucht, wirklich anpassen. Wie viele Slots, Modspeicher und, was ihr alles habt, wie lange ihr den haben wollt. Ein Jahr oder nur 30 Tage oder... Da sind sie echt flexibel. Und ich sag mal, die fügen auch immer wieder neue Spiele hinzu. Sehen wir auch hier in der Kategorie. Da Hypercharge, Battalion, Quorf, da ist alles mögliche drin. Schaut einfach mal rein, wenn es euch interessiert. Und ich sag auch ganz ehrlich, der Service von Gportal hat mich persönlich bis jetzt noch nicht enttäuscht. Wenn ich ein Problem hatte, du schreibst hin, super netter Kontakt. Innerhalb von der kürzester Zeit wird die Sache erledigt. Und das finde ich eigentlich eine super schöne Sache und so soll es eigentlich auch sein, dass wenn du ein Problem hast, dass dir weitergeholfen wird. Und ihr seht auch, die Server sind sofort online innerhalb von 3 Minuten. Die Server einrichten und sowas ist wirklich sau einfach. Das kann ich wirklich bestätigen, ist bei Gportal sehr einfach. DDoS-Schutz und Top-Hardware, also auch mit SSDs und alles, die sind schon auf einem Stand. Ich sag mal, die Server finde ich gut. Ich habe schon schlechtere erlebt. Und was ich angesprochen habe, Top-Support, 24-7-Support. Und wie gesagt, ihr könnt euch da alles raussuchen, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch die Seite gerne angucken. Ich mache jetzt hier kein Werbevideo draus. Ich möchte euch nur in dem Zuge meine Partner auch mit vorstellen, dass ihr wisst, was auf dem Kanal los ist, wer dabei ist und wie. Wenn ihr natürlich Infos über Gportal wollt, schaut gerne auch auf Social Media bei denen vorbei. Die sind auf TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, keine Ahnung, was du bist, du witziges Männlein, und Facebook. Und das finde ich echt genial. Oder ist das Discord? Kann auch Discord sein, das Ding. Und wenn ihr Bock habt, bei denen zu arbeiten, schaut auch gerne mal die offenen Stellen an. Vielleicht ist was für euch dabei. Aber das war es jetzt erstmal von Gportal. Ich sage, wie gesagt, ich bin denen echt dankbar. Das war mein erster Partner. Und ich bin sehr stolz darauf, dass das geklappt hat. Des Weiteren habe ich ja dieses Jahr auch noch, ich hatte ja eigentlich noch Amazon mit als Partner mit drin für Affiliate-Links. Muss ich aber auch fairerweise sagen, es war eigentlich gedacht als Produkterweiterung, falls jemand über Amazon was kaufen möchte, dass er mich auch so unterstützen kann. Die Sache wurde natürlich von Amazon beendet, nachdem nicht so viel Aktivität darauf war auf meinem Konto. Steht auch so in den Nutzungsbedingungen drin, ist ja kein Problem. Nur, dass ihr das auch wisst, warum das beendet wurde. Dann habe ich aber dieses Jahr noch einen Game-Partner bekommen. Und zwar, ich weiß, da werden jetzt auch wieder Meinungen auseinandergehen, weil jeder hat so ein bisschen seine Favoriten. Mein Game-Partner ist MMOGA, wo ich auch gerne für Steam so Spiele für mich hole, weil die haben eigentlich ziemlich gute, attraktive Preise. Man kriegt hier ziemlich viel. Ihr könnt auch hier mal in die Übersicht gucken. Für verschiedene Sachen. Bethesda Games, EA Games, Steam Games, Game Cards, Xbox Live, VR. Ihr kriegt eigentlich so ziemlich aus jeder Kategorie was. Ich glaube, da findet jeder ein Spiel oder irgendwas für sich. Und ich sag, ich mach's halt einfach, weil ich bis jetzt mit dem Service zufrieden bin. Ich habe schon vor YouTube bei den gerne mal ein Spiel geholt, weil ich immer mal verglichen habe, wie sind die Preise, und ihr seht schon teilweise hier bis zu 72%,
dann hier auch mal 79% Rabatt. Es sind halt immer mal ein paar Angebote dabei, wo sich jeder was rausschnabulieren kann. Und da habt ihr natürlich auch einen Link von mir, falls ihr da auch was einkauft sowieso und Lust habt, mich zu unterstützen. Macht das gerne über den Link. Wie gesagt, es ist wie alles bei mir freiwillig. Es freut mich natürlich, wenn ihr mich irgendwie unterstützen möchtet. Aber ihr müsst es nicht. Sei ganz klar gesagt. Und ich werde auch nicht bezahlt für dieses Video, falls sich da der ein oder andere jetzt denkt, der macht hier jetzt super Kanal-Info-Video mit Werbung. Nein. Das ist jetzt alles von mir freiwillig, weil ich gedacht habe, ich möchte euch mal ein bisschen informieren. Es sind ein paar Fragen da. Eben wer ich bin, was meine Partnerschaften sind, was ich so mache. Und das möchte ich jetzt einfach alles so ein bisschen anschneiden. Und ich finde, wenn schon so Unternehmen einem kleinen Kanal die Chance geben auf eine Partnerschaft und den Kanal unterstützen, muss man die auch mal erwähnen. Ist meine persönliche Meinung. Kann natürlich auch jedem seine eigene Meinung sein. Mehr zu dem Thema gibt es eigentlich jetzt gar nicht, weil das sind aktuell meine einzigen zwei Partner. Was man aber nicht außen vor lassen darf, ist, mein YouTube-Kanal ist ja auch monetarisiert. Da ist es eben so, dass ich pro Werbeaufruf, wo ihr anguckt, eine kleine Beteiligung bekomme. Da kann ich es auch ganz offen raushauen. Mit den Werbeeinnahmen wird man nicht reich. Zumindest in meiner Größe nicht. Aber man kann auch nicht meckern. Ich sage, es ist ein gutes Zubrot. Und ja, vielleicht, wenn es euch interessiert, können wir auch mal ein Video machen über die YouTube-Einnahmen von einem Jahr. Also nur, was die Monetarisierung und das angeht. Würde ich aber dann eher am Ende oder am Anfang des nächsten Jahres machen, dass wir so ein Jahr als Zusammenfassung haben. Wenn es euch interessiert. Das ist natürlich auch, oder kommt auf euch drauf an. Des Weiteren haben wir ja auch den Bereich Mitgliedschaften freigeschalten. Da könnt ihr, wenn ihr Lust habt, mich auch als mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Das Ganze ist ja dann monatlich und gibt verschiedene Versionen. Und das sieht bei euch jetzt ein klein bisschen anders aus. Das ist halt jetzt, weil ich gerade da drauf bin. Da gibt es einen eigenen Bereich. Es gibt von... Boah, jetzt müsste ich selber lügen. Sehe ich das eigentlich auch als eigener hier? Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube von 2,99 bis 24,99. So um den Dreh rum, dass für jeden was dabei ist, habe ich im Angebot. Wie gesagt, es ist auch bloß ein Angebot. Es muss keiner nutzen. Aber ich möchte halt jetzt in dem Sinn einfach mal darauf hinweisen, weil das auch viele Fragen waren. Wie kann man dich unterstützen? Wir können es eigentlich in erster Linie machen. Abonnieren, kostenlos. Liken, natürlich auch kostenlos. Kommentieren, auch ganz wichtig. Ist auch kostenlos. Das sind schon mal die drei wichtigsten Sachen, wie ihr mich unterstützen könnt. Wenn ihr darüber hinaus mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, habt ihr die Möglichkeit, schaut euch die Werbung an, vor und nach dem Video. Eines kann ich euch versprechen, ich persönlich schalte während des Videos keine Werbung, weil das regt mich selber abartig auf, wenn ich was angucke und dann zwischendrin Werbung kommt. Dann, wenn ihr da noch drüber hinaus wollt, könnt ihr natürlich eine Mitgliedschaft machen, ist auch wie gesagt freiwillig. Oder auch in der Videobeschreibung ist ein Donation-Link, über den könnt ihr gerne auch spenden, wenn ihr möchtet. Wie gesagt, alles freiwillig, es wurde nur aufgezählt, was ihr machen könnt. Dann gibt es seit diesem Jahr noch die Shop-Abteilung bei uns, beziehungsweise bei mir. Und da sind halt so ein paar Kleinigkeiten drin für meinen Kanal. Das Ganze wird auch noch erweitert mit ein paar Sprüchen und so Sachen, da habe ich ein bisschen was in Planung. Aber grundsätzlich ist hier mal mein volles Logo als Tasse, nur oben der BS-Teil als Tassenlogo für die Mützen und T-Shirts. Ich muss sagen, ich habe mir schon ein paar Samples bestellt. Ich warte immer noch drauf, dass sie bei mir eintreffen, weil ich mich natürlich auch von der Qualität davon selber überzeugen möchte, wenn ihr euch sowas kauft, ob es gut ist oder nicht. Ich sag, bis jetzt habe ich eine Mütze schon da. Die ist top, die gefällt mir auch super. Und das muss ich echt sagen, bin gespannt. Wie ihr, wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch da reinschauen.
Die Preise schaue ich immer, dass sie so weit wie möglich unten sind für euch, weil ich sag mal, die voreingestellten Preise waren schon ein bisschen heavy. Und man möchte die Leute nicht ausnutzen, sondern man soll eigentlich Dankbarkeit zeigen, dass die Leute einen unterstützen. Das war es eigentlich zum Thema, wer bin ich, was mache ich und wer unterstützt mich und wie ihr mich unterstützen könnt. Also ich sag mal, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Ganzen, schreibt es mir einfach gerne in die Kommentare. Auch wie ihr das Infovideo gefunden habt, ob das so okay ist für euch, ob da doch Sachen dabei sind, wo ihr mehr Infos gewollt hättet oder sagt, ah, das hätte es gar nicht gebraucht, das hätte schon so gepasst. Schreibt es einfach mal gerne rein. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen auch da, dann weiß ich, ich habe es richtig gemacht. Wenn nicht, natürlich könnt ihr auch ein Dislike da lassen. Aber schreibt mir dann bitte in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat, dass man es natürlich in Zukunft verändern kann. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und würde einfach sagen, wenn ihr Lust habt, sehen wir uns in einer der nächsten Folgen und vielleicht auch neuen Spielen. Wer weiß, was so kommt. Es wird auf jeden Fall auch noch ein paar neue Projekte geben. Seid also sehr gespannt. Bis dann. Ciao, ciao.